Was geht, Leute? Mein Name ist Anil Fox und heute spielen wir You Can Pet the Dog VR. Ihr habt richtig gehört, ein Hund in VR. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, einen Hund zu halten und man verfügt über eine VR-Brille, dann ist das vielleicht optimal, einen Hund zu halten in VR. Wir werden reinschauen. Nach dem Intro geht's los. Ja, sieht doch ganz schön aus. Schick. Oh, mit Sonnenglare. Ja, ist gut. You can pet the dog VR. Ich musste die Grafik ein bisschen hochstellen. Es sah ein bisschen aus nach Matsch. Ich musste Super Sampling auf 200 stellen. 200%. Ja, gucken wir mal. Play the game. Ist das der Hund? Oder ist es ein... Ja, ist ein Hund. Okay. Ich habe keine Erfahrung mit Hunden. Was macht man damit? Ich habe einen Kater, wie ihr wisst. Aber was macht man mit dem Hund? Kann man das nehmen? Das kann man... Hey, hier! Doggy, Doggy, hallo! Komm! Hohlstöckchen! Okay. Und jetzt streichelt man ihn, gell? Ja. Bisschen erschreckend sieht er aus. Wenn dir die Augen wieder so rausploppen, damit könnte er ja jemanden gefährden, ich weiß ja nicht. Aber an sich ist er ein süßer Hund. Komm, machen wir gerade nochmal. Hol den Hund, Stock. Ups. Also. Ja, ja, ja. Dogo. Keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Beagle? Croissant. Hier. Frikadelle. Waff. Gut, gut. Können wir... Ah, Teleportation. Okay. Traut man sich gar nicht, hier in der Welt irgendwie richtig rumzulaufen. Hier. Hol den Ball! Ja, er macht schon mal das, was ein Hund machen muss. Apportieren. Kannst du eine Katze vergessen. Mein Odin schaut mich einfach nur blöd an. Und denkt sich, what the fuck? Was willst du von mir? Hier, nimm deinen Knochen. Ja, und sonst so? Können wir mal das Haus anschauen? Können wir da rein? Nein, können wir da reinschauen? Frisbee? Ja, komisch, ein Frisbee hält man doch nicht in der Mitte. Können wir den wenigstens... Oh, fuck. Ja, ist aber gut. Der Hund ist gut erzogen. Nur ich bin nicht gut im Werfen. Kein Echo VR hier. Ob das ein wirklicher Hundeersatz ist? Natürlich nicht. Hier. Scheiße. Ob das wirklich ein Hundeersatz ist? Nein, er macht ja wie gesagt das, was ein Hund machen soll. Oh, jetzt geht er durch die Sprinkleranlage. Jetzt wird er nass. Nein. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, man kann hier sich ansprinkeln lassen. Auf jeden Fall gut. Gut nass. Gehen wir hier rein. Funktioniert auch, wenn man schon nicht ins Haus kann, dann bin ich in wenigstens die Hundehütte. Okay,
Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Das ist also begrenzt hier auf diesen kleinen Raum. Irgendwie schade, dass man da nicht ins Haus rein kann. Das hätte man wenigstens implantieren können. Das ist ein schönes Sofa. Platz wäre ja zum Teil. Vor allem ein Haus eben nichts. Ein Feld ist noch da. Aber machen kann man ja da auch nichts groß. Immerhin ist die Musik entspannt. Schöne Farben. Comic-Style. Hier, hol. Und da kann man den ganzen Tag virtuell mit dem Hund spielen. Macht zwar nicht viel. Und irgendwie fehlen mir hier die Easter Eggs. Ach, was machst du? Nein! Was ist los? Ja, und jetzt? Soll ich jetzt allein mit den Spielsachen spielen, oder? Okay. That escalates quickly. Mein Kind. Und jetzt? Sandbox. Gucken, was macht Sandbox? Ich glaube, im Sandbox-Mode habe ich genug Zeit der Welt. Da wird mir der Hund nicht weglaufen. Hoffentlich. Aber irgendeinen Grund muss es ja geben, dieses Spiel dann weiterhin zu spielen, weil viele Möglichkeiten hat man ja nicht. Deswegen werden wir jetzt einfach mal ausprobieren, was man machen könnte, um weiterhin in diesem Spiel zu bleiben. Wie zum Beispiel sich hinlegen und den Himmel sich anschauen. Komm, Croissant, komm. Wo ist der Stock? Die Musik ist ja schon niedlich und harmonisch. Schönes Glockenspiel. Sind das Glocken? Weiß nicht. Wolken fehlen. Dann könnte man den Wolken zuschauen, wie sie da rumfliegen. Sommer hätten wir. Aber der Hund macht ja nichts. Okay, liegen könnte man. Man könnte zum Beispiel jonglieren. Wenn man jonglieren könnte. Aber immerhin holt er dann die Sachen wieder. Okay. Okay. Was noch? Könnten wir Blumen gießen? Wenn ich dieses Teil nehmen könnte, dann ja, vielleicht. Kann ich aber nicht. Sind vielleicht in den Büschen Sachen versteckt? Nein. Man könnte Verstecken spielen. Aber dein Hund interessiert es gar nicht, dass ich hier bin. Macht auch keinen Sinn. Okay, hier ist vielleicht hier was versteckt. Komm, ein Easter Egg. Irgendeine Katze oder so. Nein. Nein. Also hätte man sich als Entwickler schon ein bisschen Gedanken machen können. Kann man Unkraut. Nee, kann man auch nicht. Kann man mit dem Stein was machen? Auch nicht. In dem Häuschen waren sie schon. Hat den Hund auch peripher nicht interessiert, was ich mache? Es interessiert ihn auch jetzt nicht, was ich mache. Man muss doch vielleicht irgendwas mit dem Haus machen können. Ich kann mich verbotenerweise drin bewegen. Bringen tut es nichts. Wie allgemein dieses Spiel nichts bringt. Da kannst du auch so bellen, wie du magst. Mit deinen gestochen scharfen Augen. Und frag mich, ob er den Sound von einem echten Hund hat, ob er vielleicht selber einen Hund hat und dann den Sound eingefügt hat.
Ich hätte selber einen Beagle. Aber hätte er selber einen Beagle, würde er ihn ja doch nicht in VR herstellen. Es sei denn, irgendwas ist mit dem Hund passiert. Man weiß es nicht. War wohl nix mit Sandbox. Tschüss. Mal gucken, passiert jetzt vielleicht was, weil das ja jetzt der Sandbox-Mode ist? Oder werde ich jetzt auch rausgeworfen? Und ich fand's doch so schön hier. Ja, dann wird trotzdem rausgeworfen. Nö, fand ich komisch. Fand ich ehrlich gesagt komisch. Rumliegen kann ich auch woanders. Weil einen Hund brauche ich jetzt auch keinen. Ich würde sagen, sieht schön aus, bringt aber nichts. Aber es gibt noch tausend andere Minispiele, die ich ausprobieren möchte. Und auch wenn es jetzt ein kurzes Video war, war es das ein kurzes Video. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, außer bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like da, euer Nerdfox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.